Weil es geht ja nicht um uns, es geht eigentlich darum, diese Vorbilder zuzurüsten, zu stärken, auch für die Jugend und Gesellschaft, weil deshalb erreichen wir die Sportler, weil sie halt für alle Vorbilder, jeder schaut auf zu ihnen. Herzlich willkommen zum Hope Talk, zu einem Thema, das natürlich immer das ganze Jahr brennend interessiert. Sport beschäftigt das Volk immer wieder neu. Und heute sprechen wir mit zwei Leuten, die immer wieder ganz nah am Sport sind, am Puls der Sportlerinnen und Sportler sind, durch eine Arbeit, die nennt sich Beyond Gold. Wir erfahren gleich mehr dazu. Und sie sind aktuell gerade in Zürich unterwegs. Weltklasse Zürich steht vor der Tür und kommen von Budapest, also wirklich direkt. Im Moment ist Leichtathletik das Thema und ihr seid da nah bei den Athletinnen und Athleten. Also zuerst mal herzlich willkommen, Jacqueline und Jörg Walcher. Herzlich willkommen. Ja, ja, danke. Freue mich sehr, ein bisschen mehr zu erfahren, was ist denn genau eure Mission da? Was ist eure Aufgabe an diesen Wettkämpfen jeweils und wie sieht das so aus, was erlebt man mit den Athletinnen und Athleten? Jacqueline, gerade aktuell, wie sah der heutige Tag aus? Ja, also gestern Abend bin ich aus Budapest nach Hause gekommen von einem 12-Tage-Einsatz und dann heute Morgen ist es um 7 Uhr gleich schon wieder weiter ins Hotel nach Zürich gegangen, ans Weltklasse Zürich. Wir haben Treffen abgemacht mit ganz vielen Athleten, die wir schon viele Jahre kennen und auch viele, die wir jetzt neu in Budapest kennengelernt haben. Auch viele Amerikaner dabei und so richtig international. Und wir haben da einen Raum gebucht, das haben die Athleten eigentlich selber sogar organisiert, dass wir uns dort treffen können, gemeinsam. Wir haben einen super Mann gehabt, der mit der Gitarre wirklich genial Worship, Lobpreis gesungen hat, also so richtig inspiring. Mhm. Und ja, wir haben da zusammen eigentlich Gott angebetet, wir haben zusammen gebetet, wir haben die Athleten ermutigt. Sie sind richtig, das war so eine starke Zeit. Also wir waren selber total begeistert. Die Gegenwart Gottes, die war richtig stark. Und da lassen sich also die Athleten, die man dann an diesen großen Meetings sieht und so weiter, die lassen sich darauf ein. Total. Also das hat mich so begeistert, jetzt in Budapest zu sehen. Also man sieht schon sehr stark kulturelle Unterschiede. Aber ich sprich jetzt, ich war jetzt auch im amerikanischen Hotel und auch mit vielen Internationalen unterwegs und die sind wirklich, wenn man, also sie kommen sogar zu einem und sagen, hey, kannst du auch noch für mich beten? Und ich möchte das einfach jetzt noch das und das abgeben. Ich möchte jetzt wirklich Vollgas mich auf dieses Ziel jetzt fokussieren können. Und sie sind wirklich auch sehr demütig, sage ich jetzt mal so. Auch richtig die Champions. Weil ich habe nicht alle gekannt. Das waren jetzt ganz bekannte Namen dabei. Ich habe die dann beim Rennen gesehen, dass sie dann Gold geholt haben oder eine andere Medaille. Und ich habe die am Tag zuvor erlebt, auch in der Gruppe, wirklich zu 12, zu 15, wie man da zusammengesessen ist, sich ausgetauscht hat, auch wirklich sein Herz geöffnet hat, füreinander gebetet hat. Und die waren so wirklich so diese Demut, diese Humbleness auch. Nicht irgendwie, ich bin der Größte, ich schaffe das, ich bin sowieso. Überhaupt nicht. Die haben Fragen gestellt wie, was kann ich auch sonst Besseres tun? Was kann ich tun, um anderen zu helfen, andere zu unterstützen? Also ich war richtig sehr berührt. Eben der Mensch hinter diesem Athleten, dieser ganzen berühmten Person vielleicht, die man öffentlich wahrnimmt. Ja. Das ist das, was ihr eigentlich im Fokus habt. Und Jörg Walcher, um dir da den Ball zuzuspielen, auch du sprichst ja in diesem Bereich oft auch von einem Raum, wo nicht mehr diese Leistung im Vordergrund steht. Also hier kann man mal einfach so wie sein. Genau, wir nennen es eine Performance-Free Zone, also wirklich eine leistungsfreie Zone, wo sie kommen können, wo sie einfach einmal runterfahren, eben wo entweder Live-Musik ist und eine Zeit, wo sie auch ihre Sorgen oft niederschreiben, die man miteinander draußen verbrennen und wirklich ermutigende Inputs dann, Zeugnisse drinnen sind. Und du spürst richtig die Atmosphäre, die fängt immer mehr zum Kochen an da drinnen. Es fängt einmal, manche sind vielleicht das erste Mal dabei, aber du siehst, wenn sie rausgehen, die gehen mit strahlenden Augen hinaus
und wirklich so herzig. Jetzt eine Athletin hat meiner Frau dann im Nachhinein noch die vom Staffellauf die Staffel dann geschenkt. Der andere, der hat jetzt einen Brief geschrieben. Wirklich, du merkst dieses Bedürfnis, das ist so gewachsen. Früher vielleicht hat man das noch belächelt. Jetzt sind Teamärzte, aus der Sportpsychologie heraus, die mit uns zusammenarbeiten oder die Leute auch schicken oder teilweise sogar selber live dabei sind, weil sie merken, da können sie einfach innerlich auftanken. Ja, und das macht einfach eine Riesenfreude. Ja, und ihr macht das auch schon ein paar Jahre, oder jetzt? Ja, es sind schon ein paar Jahre da über die, wie sagt man da, einfach vergangen. Es ist mittlerweile über 20 Jahre. 2003 war mein erster Einsatz an der Weltmeisterschaft in St. Moritz damals. Und ja, in dem Fall haben wir unser 20-jähriges Jubiläum. Weil schlussendlich, also ist ja bei vielem im Leben so, oder? Die Beziehung und wirklich über lange Zeit verlässlich dran zu sein oder zugänglich zu bleiben für wahrscheinlich auch diese Top-Athleten, das macht es dann aus, oder? Absolut. Und ich habe auch gemerkt, jetzt so in den Hotels, weil mich hat es dann manchmal fast überrascht, jetzt gerade im amerikanischen Hotel und auch mit den Engländern, weil ich nicht vom Leichtathletik komme, dann kenne ich nicht jeden Einzelnen, wer was ist und welcher Superstar. Und für mich sind auch alle gleich, weil ich selber auch immer unter diesen Spitzensportlern war und viele kenne und Olympische Spiele und so weiter. Es ist für mich wie, das sind wie Freunde oder ich bin vielleicht die ältere Schwester oder ich kenne auch noch ein paar Trainer. Aber wirklich, die waren so zugänglich, selbst wirklich gerade, die am Vortag Medaillen gewonnen haben. Und ich habe ihnen gratuliert. Sie haben mir auch ihre Kontakte gegeben. Ich glaube, sie haben gespürt, ich bin nicht irgendwie ein Fan, dass ich etwas von ihnen haben möchte. Im Gegenteil, ich bin wirklich für sie da, zur Ermutigung. Und das war so eine Offenheit da. Und das hat mich wirklich, es hat mich noch so berührt, wie einfach immer mehr kommt, wie sie wirklich sehr, sehr dankbar sind. Ich konnte wirklich mit jedem Einzelnen beten und wir haben uns ausgetauscht, die waren ermutigt, wir haben gesagt, das war einmalig. Und überall fangen an, so Feuer zu brennen, auch unter den Schweizern, auch, da hat es auch, das sind noch weniger, aber es kommen immer mehr, also es sind Feuerchen immer mehr. Noch. Ja, genau, aber sie sehen wirklich auch die anderen Nationen, das werden immer mehr. Ja, ja. So schön. Ja. Und ich meine, eine Person aus der ganzen Szene, dem Spitzensport in Leichtathletik, sollten wir schon noch namentlich erwähnen, weil da habt ihr ganz einen speziellen Bezug und das ist die Nicola Olislagers, australische Hochspringerin, sehr erfolgreich, auch jetzt hat sie wieder eine Medaille gewonnen in Budapest an der WM. Und habe ich auch selbst kennengelernt bei euch, als ich mal bei euch am Bodensee in der Ostschweiz zu Besuch war. Und erzählt mir doch ein bisschen mal, was war das oder wie ist das so zustande gekommen, diese spezielle Beziehung? Also ich war eigentlich 2017 das erste Mal in der Leichtathletik an der Weltmeisterschaft, also diese Chaplain, eingeladen. Und der Jörg diesmal nicht, weil sie wollten eine Frau haben. Und dann hat er mir genau gesagt, was ich machen soll, weil er halt das im Wintersport mit ganz vielen Wintersportlern den ganzen Winter über immer organisiert. Und ich habe dann auch so Sportlerandachten ausgeschrieben im Hotel. Und auch die Schweizer haben das dann auch ausgeschrieben. Dann hat mich 1:1 aufgesucht, weniger in der Gruppe. Aber dann habe ich international, das war im Hotel von Usain Bolt auch, er hat so gesagt, er sei beschäftigt, er kann nicht kommen, habe ihn nämlich auch eingeladen und dann habe ich die Nicola, ich habe nicht gewusst, wer sie ist, sie hat aber gestrahlt mit ihrer Freundin, eine andere Athletin, ich habe sie eingeladen, sie sind gekommen, ein paar andere Jamaikanerin und aus Südafrika und Amerikanerin und Österreich sind gekommen und da ist so eine Tiefe gewesen, die Athletinnen haben sich aufgetan, haben gesagt, sie haben noch nie sowas erlebt, sie haben nicht gewusst, dass es das gibt, sie waren so ermutigt, weil sie mal ehrlich sagen konnten, wie sie sich fühlen. Nicht immer nach außen alles schön reden und so, sondern sich richtig öffnen untereinander und so starke Ermutigung zu erleben. Und seit da sind wir, vor allem mit der Nicola und noch mit anderen, seit 6 Jahren wirklich dann wöchentlich in Kontakt gewesen, damals via Skype, dann via Zoom. Und wir haben sie eigentlich auch trainiert und ja, wir haben immer wieder sehr starke Zeit mit unserem Kernteam gehabt und die Nicola hat uns dann jeden Sommer, war sie mehrere Wochen, wenn nicht Monate jetzt in der Corona-Zeit, konnte sie gar nicht mehr nach Australien
Italien fliegen, hat sie einfach in unserer Familie mitgelebt und hat natürlich dann gesucht, wo sie am besten trainieren kann. Das war dann in Amriswil. Amriswil Athletics hat sich sehr, sehr gefreut, sie dort zu haben und als Vorbild für all die Jungen und der Werner Dietrich. Und das war wirklich großartig. Sie liebt es dort, ihr Trainer auch, wohnt bei einer anderen Freundin von uns. Und jetzt kommen sie jedes Jahr wieder. Und auch sie mit Ehemann lebt dann bei uns. Und ja, und es ist wirklich, sie gibt wirklich... Sie ist wie für mich wie ein Engel. Sie ist wirklich, sie ist ganz, ganz eine tolle Frau. Und auch wie eine ältere Schwester wieder zu unseren drei Mädchen. Die sehen sie, die sehen ihr Leben. Ah, ja, sie ist jetzt klar. Schon frisch verheiratet auch. Und für sie ist sie auch ein großes Vorbild. Und unsere Mittlere, die macht jetzt auch Leichtathletik und auch Hochsprung und darf auch mit ihrem Trainer schon ab und zu trainieren. Genau. Und das ja, und also was schon krass ist bei der Nicola, also die hat schon eine spezielle Ausstrahlung. Ja. Also dann auch während dem Wettkampf, also wird das einfach so sichtbar. Das ist so sichtbar. Und das ist, also uns ist auch gesagt worden, Kommentatoren weltweit in Italien, in Russland, die haben alle wirklich, das war speziell dann Tokio Olympische Spiele, wo sie Zweite geworden ist, jeder hat gesehen, die Ausstrahlung, was sie hat, diese Freiheit, diese Freude. Und das ist eben Teil der Entwicklung bei ihr, wo sie heute wirklich das vorlebt, was sich jeder Spitzensportler eigentlich wünscht. Dass du deinen Sport, diese Freude und diese Liebe dazu so abrufen kannst, ohne vom Druck und von den Medien und von den Erwartungen anderer beeinflusst zu sein. Und diese Identität, wo sie da steht, dass sie weiß, sie ist bedingungslos geliebt von Gott und es gibt ihr dieses Wachstum, diese tiefe innige Beziehung, gibt ihr diese Freiheit, das dann zu machen. Und mittlerweile sind auch Coaches, wo die sagen, das könnte das i-Tüpfelchen eben sein, was für den Erfolg auch wichtig ist, ohne dass man jetzt sagen kann, du, ja, jetzt betest und wirst erfolgreich, aber diese Freiheit eben, wenn du keine Last auf den Schultern hast, springst du anders und in dem Fall die Ausstrahlung ist einfach, man muss einfach mitlächeln dann, wenn man sie sieht, weil es wirklich von tiefem Herzen ist und authentisch und nicht einfach ein aufgesetztes Lächeln vom, was irgendein Ratgeber sagt. Ja, wenn du das so erzählst, Jörg, das erinnert mich auch an die Videos, die ihr mir gezeigt habt neulich von auch den Wintersportlern, oder? Die dann gesagt haben, auch der eine hat, glaube ich, den Wettkampf dann auch gewonnen, was ein Österreicher dort, oder ich bin nicht ganz sicher, Skispringen vermutlich oder so, oder Nordisch oder Kombination war es da. Und der dann gesagt hat, ja, eigentlich war dieser Moment von der geistlichen Besinnung, das war für ihn genau das, was er eigentlich gebraucht hat am Vorabend da, für dann. Genau, und sie kommen aus verschiedensten Konfessionen, ob jetzt katholisch, evangelisch, ob freikirchlicher Hintergrund, ob gar kein Hintergrund. Die kommen und erleben das einfach einmal, dass da einfach eine Kraft drinnen ist. Und das spüren sie als Team. Und darum war das interessant eben, der war das erste Mal dabei, hat das so erlebt, ist dann am nächsten Tag Weltmeister geworden. Und auch die Coaches haben gesagt, du bist so auffallend fokussiert, obwohl es immer wieder eine gewisse Nervosität und Spannung da ist und der konnte das dann wirklich bestmöglich abrufen. Genau. Ja. Hey, so spannend und wir haben jetzt die Jahreszeit gewechselt bereits, also vom eher Sommersport jetzt eben zum Wintersport und da habt ihr auch eine Wintersportbibel mal herausgegeben mit diversen Lebensberichten, auch von internationalen Spitzensportlern, also die diverse Namen vom Skisport oder eben Snowboard, was auch immer. Das ist dann schon mehr so auch dein Gebiet. Alles ist dein Gebiet geworden, Jörg, aber dort ursprünglich bist du von dort her gekommen auch. Genau. Du hast wahrscheinlich speziellen Zugang auch heute noch. Genau, wir haben das für eine Weltmeisterschaft damals zusammen mit Hans-Peter Reuer die Wintersportbibel herausgeben und eben Lebensberichte eben von Pirmin Zurbriggen über Benny Reich, Christoph Innerhofer und ganz, ganz viele andere, die da drinnen ihren Lebensbericht gegeben haben. Und mittlerweile sind, glaube ich, an die 9000 Stück, haben entweder Athleten oder Sportbegeisterte bereits zu Hause stehen in ihrem Bücherregal. Und es freut uns auch bei Olympischen Spielen, dass bei der Einkleidung der Athleten dann jeder Athlet und Betreuer eine Wintersportbibel so als kleinen Segensgruß mit für die Olympischen Spiele mit auf den Weg bekommen hat und die das dann wirklich im Sportgepäck mittragen. Da hat man letztes Jahr dann vor 2 Jahren aus Amerika dann auch eine Athletin geschickt, die hat das dabei, hat 600 Gramm, aber die haben das trotzdem noch im Sportgepäck dabei bis in Übersee. Und wie kann ich mir das dann so vorstellen, wenn jetzt eben so eine
Besinnung stattfindet, oder wie sagt ihr das? Sportlerandacht. Sportlerandacht, oder ja. Prayer and Strength. Prayer and Strength, je nachdem, dass es international gut funktioniert dann. Gibt es da so Favoriten, Bibelstellen die, oder Geschichten, die immer wieder gut ankommen, die du so ein bisschen aus der Schublade ziehen kannst? Oder Jörg, oder lässt du dich da immer wieder neu inspirieren, was könnte jetzt hier passen? Genau, es ist beides. Also die Sportlerandachten haben schon gewissen Ablauf, wo man gerne immer wieder mal sie dazu einladet, was heißt, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, indem du all deine Sorgen auf Gott wirfst, denn er ist bemüht um dich oder er wird dich dann erheben. Und das machen die Athleten gern, wirklich, wo sie sich das dann auch runterschreiben von der Seele, was sie noch bedrückt, und das dann zusammenwurzeln dann das Papier und das werfen wir dann in einen Topf und verbrennen das draußen. Das ist einfach, würde ich sagen, so ein Ritual, wo sie persönlich das abgeben. Gleichzeitig haben sie auch die Einladung, wirklich nicht nur einfach religiös zu sein in Form von, ja, dass es einfach an gewissen Feiertagen ist, sondern dass wirklich eine persönliche Beziehung stattfinden kann und beginnen kann. Und da fängt es dann an, richtig dann interessant zu werden. Und da du weißt einfach, die wirklich eine Beziehung haben, die haben auch eine Geschichte zu erzählen. Und andere Geschichten auch wieder, die erzählt werden und das ermutigt. Und da merkst du der Glaube da drinnen, die Atmosphäre, die ist dann wirklich, das ist am Kochen. Und ich sage jetzt ganz gern, es ist jetzt wirklich ein gottgeführter Klimawandel, den wir da erleben. Also ein Klimawandel im Geistlichen, weil das haben wir noch nie erlebt jetzt, was in der letzten Zeit jetzt passiert, weil die Athleten einfach in einer Kühnheit und in einem Mutig einfach zu ihrem Glauben stehen und andere auch wieder angesteckt werden, wo sie merken, na, das ist jetzt nicht nur was ich für mich behalte, sondern hey, das ist eine Ermutigung auch für andere wiederum, und das ist wirklich schön zu beobachten. Also nicht nur so 10 Exoten, es wird wie, ja. Überhaupt nicht. Ich habe jetzt an der Weltmeisterschaft eben, das mache ich so gerne, auch auf neue Athleten zuzugehen, wo ich keine Ahnung habe, woher sie kommen, wer sie sind. Das war jetzt zum Beispiel auch beim Pool, zwei schöne Ladies, die da im Bikini im Pool drin waren, habe ich angesprochen. Die kamen ins Gespräch, ganz natürlich. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie auch Lust hätten, mal dabei zu sein und so, an so einem Prayer and Strength Meeting. Und sie haben gesagt, ja, sofort. Und ich habe den Kontakt von ihnen aufgenommen und sie sind wirklich gekommen, und sie haben dann am nächsten Tag haben sie im Team Medaille geholt und sie haben sich so bedankt. Ich habe auch wirklich noch nie so Dankbarkeit erlebt von allen Seiten, von Athleten, die schreiben und sich bedanken. Wirklich auch total herzig. Ja. Ja, also eben, es ist viel, dass ihr zurückbekommt, aber auch das Investment ist schon enorm, wenn ich so ein bisschen höre oder... Auch ich habe ja das auch erlebt, wie eben das bei euch vielleicht im Haus so ein bisschen zu und her geht bei Walchers. Ja. Da eben wohnt man dann auch miteinander. Ist das für euch manchmal, also ein hohes Commitment dazu sowieso, aber ganz natürlich geworden inzwischen, oder? Ja, auf jeden Fall, also mit Athleten bei uns wohnen. Also wir müssen natürlich schon auch schauen, dass mit der Familie in einer guten Balance ist. So. Genau. Was mehr intensiv ist, auch die Hintergrundarbeit. Da gibt es natürlich sehr viel auch Administration und sehr vieles. Und da sind wir beide nicht unbedingt, die das so gerne machen, weil wir sind am liebsten bei den Athleten selber und mit ihnen zusammen. Und natürlich gibt es immer Hintergrundarbeit, aber das hat jetzt ein sehr großes Ausmaß in ganz vielen Bereichen angenommen, weil man muss ja immer wieder an jeden Wettkampf, das hat Vorarbeit zu leisten, auch Nacharbeit, auch all die Kontakte. Kaum waren die Meetings vorbei, hat man natürlich wieder 5 oder 10 neue Kontakte, und sie wollen dann auch den Kontakt von einem. Man schreibt ihnen, ist hin und her. Also es ist wirklich es ist sehr intensiv geworden. Und ja, wir hoffen auch, dass wir dann irgendwann noch in verschiedenen Gebieten auch Unterstützung kriegen. Genau. Das können wir immer gebrauchen. Sehr schön. Ja, also das wirklich ein spannender Einblick in diese Spitzensportwelt und einfach in euer Leben letztlich auch. Und ich denke, ich meine, das erscheint ja jetzt im Zusammenhang auch mit so dieser Hope-Zeitung einerseits oder auch auf dem Portal, wo wir jetzt dieses Video auch bringen und Hoffnung bringen und Hoffnungsträger sein. Ich denke, das trifft es wahrscheinlich irgendwo durch auch, oder? Total. Ich muss wirklich sagen, Chaplain, das englische Wort, finde ich cool. Seelsorge oder Sportseelsorge, das bin ich überhaupt, also nicht so richtig. Es ist einfach, es passt auf Deutsch nicht. Aber so Hoffnungsträger, Hoffnungsbringer, Ermutiger, in so ein Wort, ich finde, das passt am besten, weil das wollen die Athleten, und da fühlen sie sich wohl und ja, sie werden gestärkt. Wunderbar.
Dankeschön für dieses Gespräch. Noch etwas, Jörg, von dir, von deiner Seite, das du noch auf dem Herz hast, jetzt zum Abschluss. Ich finde es einfach erst einmal schön, da bei dir eingeladen zu sein. Du hast das wirklich toll gemacht, das Interview. Und ich denke, wenn Leute Interesse haben, da mehr drüber zu wissen. Bei uns das Team ist jetzt auch, ist alles jetzt am Wachsen. Und von dem her sind wir natürlich immer sehr, sehr offen, wenn Leute auch ein bisschen von dem Feuer mitbekommen. Und einfach gerne melden. Ja, genau, weil es geht ja nicht um uns. Es geht eigentlich darum, diese Vorbilder zuzurüsten, zu stärken, auch für die Jugend und Gesellschaft. Weil deshalb erreichen wir die Sportler, weil sie halt für alle Vorbilder, jeder schaut auf zu ihnen. Und so erreicht man wirklich auch eine ganze Gesellschaft, die haben diese Hoffnungsbringer, Hoffnungsträger. Und ich glaube, jede Kirche, jedes junge Kind, jedes, überall, die profitieren davon. Und also es geht wirklich nicht um uns. Deshalb, ja, man muss es so... Am liebsten würde ich das allen erzählen, damit sie ermutigt werden. Ja. Und wir sehen es auch bei unserer Tochter, die auch mit war in Budapest, mit welchem Feuer die zurückkommt, auch wie sie ermutigt ist, dass sie sieht, boah, da sind so viele Spitzenathleten, die den Glauben in so einer Kühnheit und diese Atmosphäre da drin erlebt, wo sie sagt, sie kommt nach Hause und die ist so on fire. Also ich denke, viele, viele junge auch denk in den Kirchen, wo vielleicht nicht immer so ein Feuer drinnen brennt, solche Hoffnungsträger können was auslösen, eben wirklich für die Jugend und Gesellschaft. Ja, genau. Also genau das zum Schluss vielleicht nochmal so als Geheimtipp. Ich meine, wenn man das mal wirklich auch live sehen will oder einfach bei einem solchen Wettkampf, dann die Nicola Olislegers nochmal zu erwähnen am Schluss, einfach dann glaube ich, braucht es nicht mehr viele Worte, das versprüht sie total. Und das ist wahrscheinlich das, was ihr ein bisschen seht als Vision, das, was sie vielleicht schon verkörpert, als ein Beispiel von vielen. Das war also dieser Hope Talk, mal ein Einblick in das Leben auch von Jacqueline und Jörg Walcher und in ihre Arbeit. Mehr dazu gibt es in der Hope-Zeitung zu lesen oder auch im Artikel hier bei uns auf dem Portal oder natürlich viele andere spannende Lebensberichte, die ihr hier findet. Viel Spaß!